Willkommen zum dritten Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Welches Programm erwartet Sie heute? Wie üblich bekommen Sie zu Beginn den strategischen Aktientipp präsentiert. Es werden zwei Valoren einander gegenübergestellt. Anschließend stellen wir uns die Frage, wie enden Bärenmärkte eigentlich? Was bringt die Kursverluste zu einem Ende? Ist es denn jetzt schon soweit? Der Blick auf den Markt und die technische Analyse werden uns eine Antwort geben. Dann fragen wir uns, welche Positionierung kann man im Markt beobachten? Was erzählen uns die Vermögensverwalter? Gibt es Opportunitäten? Und zum Schluss bekommen Sie den Trading-Tipp präsentiert. Und wir starten nun gleich mit dem strategischen Aktientipp. Der wird Ihnen vom Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft, Jan Schwalbe, präsentiert. Vielen Dank, Silvia. Und dieser strategische Aktientipp, das ist der Vergleich von Swatch Group gegen Richemont. Der Klassiker. Ich verfolge dieses Duell nun schon seit über 20 Jahren. Besonders mit Swatch Group-Chef Nick Hayek habe ich mich unzählige Male unterhalten. Und unvergessen für mich ein Interview vor über 10 Jahren, als ich eine Stunde einrechnete, dafür nach Biel fuhr. Und Nick Hayek hat mich erst nach 5 Stunden sozusagen rausgelassen, wenn man so will. War natürlich toll, ein Riesenerlebnis. Und ich muss sagen, Nick Hayek ist schon ein toller Firmenchef. Heißt das aber auch wirklich, dass die Aktien die besseren Aktien sind als Richemont? Früher gingen Swatch und Richemont Hand in Hand. Beide hatten Top-Uhrenmarken. Richemont mit Cartier schon immer mehr Schmuck. Swatch mit Omega vielleicht die Top-Uhrenmarke, zumindest was diese beiden Unternehmen betrifft. Richemont war leicht größer, aber die beiden trennten nicht wirklich viel. Doch dann begann zumindest aus Börsensicht die Pechsträhne von Swatch Group. Das fing vor rund 10 Jahren an und zog sich weiter. Swatch Group setzte weiter voll auf Uhren, Richemont hingegen wurde breiter. Das Resultat, Swatch Group ist aus dem SMI gefallen, Richemont wächst hingegen und wächst und wächst. Mittlerweile ist Richemont 5-mal so groß wie Swatch Group. 5-mal, stellen Sie sich das mal vor. Die waren einmal fast gleich groß. Gucken wir doch mal auf den Aktienkurs. Wie hat sich das in den letzten 5 Jahren entwickelt? Hier sehen Sie es. Richemont in Orange, Swatch in Rot. Und da gibt es einen unglaublichen Disconnect. Richemont hat 50% zugelegt, Swatch Group in der gleichen Zeit aber 30% und mehr verloren. Das würde man nicht glauben. Die Unternehmen sind doch recht ähnlich. 50% zugelegt, 30% verloren. Der Grund? Richemont kauft und kauft und ist mittlerweile mit Modemarken wie Chloé und Lancel ein Luxusgüterkonzern im Stil von LVMH oder Kering geworden. Swatch bleibt einfach Uhrenproduzent. Und jetzt kommt's. Ich glaube, dass es nicht so weitergeht und sich Swatch Group, die Swatch Group Aktien in den nächsten Jahren besser als Richemont entwickeln werden. Warum, fragen Sie zu Recht. Swatch Group sind günstiger bewertet, KGV 20, 22 von 15, Richemont doch immerhin 23. Das Potenzial von Swatch Group in den USA ist überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Dann das Markenportfolio von Swatch Group, fantastisch. Wir sehen Marken, die so ein bisschen vernachlässigt wurden, wie Longines, die langsam zurückkommen. Sie haben wahrscheinlich alle gesehen, das Revival von Swatch, der Billiguhrenmarke mit Moonwatch, eine riesige Hysterie. Und ich glaube, da kommt noch mehr. Dann das Eigenkapital mit einer Eigenkapitalquote von fast 85%. Und das ist vielleicht der Gamechanger, der hohe Bekanntheitsgrad von den Marken von Swatch Group in China. Dort ist man überdurchschnittlich stark. Das kann jetzt kurzfristig noch ein bisschen Probleme geben, aber langfristig wird das Pluspunkte gegenüber Richemont bringen. Jetzt will ich es ja auch nicht ganz alleine lassen, was Richemont betrifft. Cartier ist durchaus ein Wachstumsmotor, gehört zu den Top 3 Marken global und das breite Luxusmarkenportfolio ist sicherlich ein Vorteil. Doch der sogenannte Disconnect, wir haben es gesehen, 50% zugelegt gegenüber 30% verloren, der wird sich mit der Zeit etwas auflösen und Swatch Group wird wieder näher an Richemont heranrücken. Deshalb mein langfristiger Aktientipp, jetzt sofort Swatch Group. Ganz herzlichen Dank, Jan. Jetzt wenden wir uns der Frage zu, wer oder was bringt einen Bärenmarkt zum Stopp? Und Sie wissen es, viele von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern. 1998, 2001, 2008, 2018, 2020. Die Notenbanken fluteten den Markt mit Liquidität. Das hat sich geändert. Das wird es nicht geben. Dahinter können wir, glaube ich, einen Haken setzen, denn die Inflation ist zurück. Sie haben es gesehen am Dienstag, die Inflation in den USA 8,5%. Auf die Notenbanken muss man nicht mehr zählen. Dann als nächstes, der nächste Grund, warum ein Bärenmarkt zu einem Ende kam, war
Traditionellerweise ein Ölpreis, der kollabierte. Das war in der Asienkrise so, 1997, 98. Ist vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch höchst unwahrscheinlich. Dann als nächster Punkt die Langfristzinsen. Die stürzten ab und machten somit die Aktien wieder profitabler, denn der Diskontfaktor war da niedriger. Und die Kredite waren günstiger zu bekommen. Attraktive Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte. Die gesündeste Variante von allen, die Bewertungen kommen so stark zurück, die Risikoprämien auf Aktien steigen so stark an, dass attraktive langfristige Renditen winken, solange kein Armageddon ausbricht. Aber derzeit hat keiner dieser Treiber wirklich gezogen, das wissen wir alle. Jetzt möchten wir natürlich einen kurzen Blick auf die technische Analyse wenden. Roland, was sagt uns denn deine Analyse? Ist ein Boden gefunden? Der Boden ist dann gefunden, wenn wieder Nachfrageüberhang vorherrscht. Und wir haben ja vergangenen Herbst schon gesehen, wenn man sich das genau angeschaut hat, so ab Oktober, November schon, hat das Aufwärtsmomentum an allen Märkten an Kraft verloren. Also das heißt, das ist eine Marktsättigung hat sich abgezeichnet. Jetzt ist das natürlich durch die Ukraine-Krise schneller nach unten gegangen, hat sich forciert. Aber jetzt in den Strukturen und auch im Verlauf der letzten Wochen sieht man ja eigentlich recht gut, dass die Märkte bereits wieder in der Balance sind. Und es ist da zu befürchten, dass es zu mittelfristig zu einer weiteren Verkaufswelle kommt. Also mein Statement, die Märkte sind noch nicht am Boden. Okay, wir sehen das am Stocks Europe 600. Da war ein Tiefpunkt erreicht, etwa vor einem Monat. Die Erholung kam jetzt mehr eine Seitwärtsbewegung. Also deine Analyse würde uns jetzt sagen, Achtung, es kann auch wieder nach unten drehen. Ja, wir haben natürlich eine kurzfristige und eine längerfristige Attraktivität. Nach einem solch großen Kursabschlag, wie wir das gesehen haben, da um den 7., 8. März rum, ist natürlich aus Trading-Perspektive ist der Markt einfach interessant. Er ist überverkauft, aber das hat sich jetzt korrigiert. Und diese kurzfristige Attraktivität ist weg und damit auch die Käufer, wie wir sehen können. Und deshalb geht es jetzt schon wieder seitwärts. Jetzt noch eine Bad News und dann wird wieder losgehen nach unten. Besten Dank, Roland, für die technische Analyse. Die sagt uns also auch, dass ein Bärenmarkt noch nicht ganz zu Ende gekommen ist. Das wäre auch meine Überzeugung. Also bleiben Sie bitte weiterhin vorsichtig, was die Investitionen im Markt betrifft. Was hören wir von Seiten der Vermögensverwalter? Welche taktischen Allokationen sind jetzt im Markt zu beobachten? Nun ganz klar, bei den Obligationen steht Durationsmanagement im Fokus. Kurze Laufzeiten sind gefragt, denn die kurzen Laufzeiten sind weniger zinssensitiv. Da muss man auch hervorstreichen, dass die variablen verzinslichen Anleihen vielleicht besonders attraktiv sind, denn diese senken die Duration, ohne dass sie das Kreditrisiko erhöhen. Also Floating Rate Notes, wie das in amerikanisch so schön heißt. Dann weiterhin gefragt, breite Rohstoff-ETF, die boomen weiterhin ganz klar. Bei den Aktien steht Qualität im Vordergrund, aber auch Dividendenpapiere. Wir haben das im letzten Börsencocktail schon kurz angerissen. Und Sie sehen auf der Grafik, wie stark der Anteil des Dividendeneinkommens an der Gesamtrendite ist, gerade im europäischen Markt. Und weil der Wunsch auch von den Zuschauern kam, möchten wir noch kurz auf Nebenwerte eingehen. Und zwar auch solche Nebenwerte, die eine Top-Kontinuität aufweisen, was die Dividendenzahlung betrifft. Und da möchte ich beginnen mit einem deutschen Valor, das wäre Hapag-Lloyd. Hat eine Marktkapitalisierung von nahezu 55 Milliarden Euro, also kein kleiner Titel. Einfach zu wenig Streubesitz, um im DAX zu sein. Aber bietet eine Dividendenrendite von nahezu 10%, das schlägt natürlich jeden DAX-Titel. Dann möchte ich eingehen auf, und ist übrigens an der Berner Börse auch handelbar. Dann die Schweizer Valoren, EFG International, im Schnitt über die vergangenen 5 Jahre eine Dividendenrendite von 4%. Auch nicht ganz so schlecht, wenn man das mit einem Coupon auf eine Anleihe vergleicht. Dann haben wir die Basel Landschaftliche KB, auch 3,8% Dividendenrendite und die Berner KB. Jetzt kommen wir aber zum Schluss zu einem spannenden Trading-Tipp.
Wiederum präsentiert von Jan Schwalbe, dem Chefredakteur. Jan, darf ich dich bitten? Vielen Dank, Silvia. Ja, ich gebe mir Mühe, dass es wirklich spannend wird. Jetzt hast du mich hier ein bisschen unter Druck gesetzt, aber gar kein Problem. Ich habe auch eine Bankaktie und zwar, ich sage Ihnen gleich, welche das ist. Und Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern, weil generell in der Finanz- und Wirtschaft, vor allem wenn es um Großbanken geht, sind wir doch immer recht kritisch, sagen mehr oder weniger Finger weg von Großbankenaktien. Das ist nicht unbedingt so bei kleineren Aktien und auch als Dividendentitel sind Banken interessant. Und besonders interessant sind sie aber für mich als kleine Trading-Tipps. Und da habe ich einen Tipp für Sie, vielleicht für Sie ein bisschen überraschend. Der Tipp heißt Julius Bär. Erstmal generell, höhere Zinsen helfen Bankaktien. Das ist so ein bisschen eine Grundregel, die wir haben und da befinden wir uns im Moment auch genau drin. Die Zinsen steigen, das ist gut für Bankaktien. Bei Bär im Speziellen hilft noch, dass die Aktien im Moment recht günstig handeln. Sie sind 20% unter dem Kurs vom Januar und das eröffnet Opportunitäten. Langfristig gibt es auch Argumente für Bär. Die Bank hat die Kostendisziplin bewiesen, da geht es wirklich gut. Die Bank ist durch ihr reines Private Banking Geschäftsmodell weniger krisenanfällig als Investmentbanken. Dann Thema Russland. Russland ist nur einer von vielen, und das sind eigentlich mehr als ein Dutzend Core Markets. Und die anderen Märkte, die profitieren im Moment von höheren Energiepreisen etc. Wir dürfen es auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Die geschätzten 20 bis 25 Milliarden russischen Gelder, die Bär hat von russischen Kunden, die sind da. Die scheinen mir im Moment aber nicht wirklich gefährdet, wenn man langfristig schaut. Und was man nicht vergessen darf, die Gebühren, die laufen weiter. Also ein Grund dafür, dass Bär günstig handelt, sind sicherlich die Russland-Engagements. Für mich, für Bär aber kein großes Problem. Dann Bär insgesamt, und jetzt kommen wir wirklich zum Trading-Moment, die handeln 20% unter dem meines Erachtens langfristig fairen doppelten Buchwert. Also sie sind nicht nur von der Kursbewegung, sondern auch von der Bewertung her im Moment günstig. Sie sind weit weg vom Ziel, vom Kursziel der Analysten, auch ein Vorteil, gibt noch Spielraum nach oben. Und ich würde jetzt mal ganz einfach argumentiert sagen, sobald sich die Leute, / die Investoren, wieder beruhigen, dürfte sich der Kurs entsprechend erholen. Darauf setze ich. Eine Erholung des Bärskurs. Ich würde mal sagen, wenn wir auf die Grafik schauen und sehen, wir handeln Bär im Moment bei 51 und wir waren mal bei über 65. Und für mich gab es eigentlich keinen wirklichen Grund, warum die Aktie so stark unter Druck kam. Dann liegen da doch so ungefähr 30% drin. Jetzt aber, Trading-Tipp hat natürlich auch seine Gefahren. Und zwar, Bär ist nicht unverwundbar, das ist uns allen klar. Ein kleiner Fehler in der Umsetzung von Sanktionen und dann gibt es eine Untersuchung und dann gibt es eine Milliardenbuße und das sieht wieder ganz anders aus bei Bär. Auch wenn der Aktienmarkt, wir haben vorher gehört, wir rechnen weiterhin mit einem Bärenmarkt und wenn der Bärenmarkt dann doch noch etwas mehr in Richtung Bär läuft, dann wird das auch die Julius-Bär merken. Also, mein Trading-Tipp, Julius Bär, Sie müssen sich des Risikos bewusst sein, aber nehmen Sie doch ein bisschen Geld in die Hand, Spielgeld ist immer am besten dazu und mal sehen, wie es läuft. Die aufmerksamen Zuschauer haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wir nehmen Ihre Wünsche durchaus auf. Also bitte geben Sie uns auch Kommentare ab, ob es Ihnen gefallen hat. Machen Sie vielleicht den Daumen hoch, wenn Sie auf YouTube sind. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie in etwa einem Monat wieder zuschauen zur nächsten Folge des Börsencocktails.